Siehst du was? Scheiße. Sieht man hier was? Nee, das kann man, das ist Kacke. Warte mal. Muss halt immer umstellen, alles gut. Glaubst du, da ist so, die rufen bestimmt nach oben. Na dann. Mach's gut. Bis gleich. Jo. So. Hallöchen. Warte mal. So. Also Leute. Nee, das ist Kacke. Warum ist es so weit? Ich will nach oben. So. Also Leute. Hallöchen. Das geht mir auf den Sack. So Leute, was machen wir heute? Heute gibt's italienisches Serlatsche, ja? Serlat, Chinesi, jo. Wie steht's? Italienischer Salat, das ist wunderbar. Ja, und dazu brauchen wir einmal Kartoffeln, habe ich geholt, habe ich. Dann Zwiebeln, Zucchini, muss noch waschen. Genau, das war's. Also erstmal das Erste. Also wir haben hier einmal Kartoffeln, Tomaten, Mozzarella, Zucchini, Salat, Zwiebeln, getrocknete Kräutern, Gewürzmischung. Und es gibt einmal Basilikum. Ja, so ein Verpilligung. Gedöns. Guten Tag. Ja, ich bin mit dem Handy auch da gewesen, deswegen. Und Basilikum. Kacke. So. So Kartoffeln. Gewaschene Kartoffeln vierteln, ja. So, dann nehme ich mal hier die Kartoffeln raus. Kartoffeln tue ich. Ja, musst du auch nicht. Das ist ja noch nicht professionell. So, ich gehe kurz. Da hinten waschen. So, jetzt nehme ich das geilste Messer. Hi, wie geht's? Wie geht's, wie steht's?
Kacke, ich weiß. Das geht aber über die. Das war gerade ein Klappmesser, was ich genommen habe, ne? Das siehst du schon. Warum? Gar nicht. Ach wo? Ach wo? Die Deutschen, ja, die Deutschen halt, ne, die sind doch doof. Alles muss gesetzlich geregelt sein. Ne, ich nicht. Ist denn halt so? Na dann ist er so. Das stimmt. So, Kartoffeln, Zwiebeln halbieren und dicke Scheiben schneiden. Okay. Ja, wo ist denn die Biomülltüte? Ja. Kommt da hinten in die Ecke. So, die jetzt in Scheiben schneiden, können wir machen. Brauchen wir jetzt nochmal eine Schüssel, Scheiben schneiden. Dann Zucchini halbieren und einzelne dicke Halbmondscheiben.
Also gehe ich noch mal kurz waschen. Oben abschneiden, unten abschneiden. Und dann wird halbiert. Das reinmache. Und jetzt bei 1 cm. So, das reicht. Das ist manchmal dünner, aber macht nichts. Das ist gut. So, dann nehmen wir das. So, nächstes. Nehmen wir, schmeißen wir alles rein. So, jetzt kommt erstmal einmal Energy Drink Effekt. Ein geschnittenes Gemüse in eine große Schüssel geben, mit einem Esslöffel Olivenöl, der Gewürzmischung, Kartoffeln. Zucchini. Zwiebeln. Ein Esslöffel Olivenöl. Wir machen Freischnauze. Das müsste reichen. Dann Gewürzmischung. Das kann, wenn du willst, der Tim machen. Doch, du bist Moderator, kannst entbannen. So, und dann noch Gemüse drauf. Gewürzmischung. Habe ich auch drin. Ja, und dann umrühren. Umrühren. Jetzt ganz easy. Einfach die Schüssel nehmen und drehen und gucken, dass das ja nicht daneben kommt. Und dann macht ihr nicht die Finger dreckig, nur ein bisschen hier. Tim, schreib mal rein im Chat. Ich sehe da nichts.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20. So. Lass sie gut sind. Ja. Perfekt. So. Dann mariniertes Gemüse auf einem Backpapier belegtes Backblech verteilen und ca. 25 bis 30 Minuten goldbraun backen. So. Dann machen wir mal die Scheiße hier auf. So. Dann kommt Backblech, was schon fertig vorbereitet ist, aber aufziehen. So. Dann kommt hier Backblech drauf. Also Tim, hast du was geschrieben im Chat? Alter, wie lange brauchst du? Ach du Scheiße. So, warte mal, ich gebe euch, zeige euch jetzt mal kurz. Das ist immer beschissen immer noch. Ich brauche unbedingt mehrere Kameras hier im Haus. So. Ja, hier so, zack, zack. So, jetzt. Nein, du sollst mal in den Chat schreiben. Ich weiß gar nicht, ob ich auch überhaupt online bin. Hi, okay. So, jetzt ist hier Backblech und jetzt tue ich das Gemüse hier. Und nichts drauf. So. Sieht echt lecker aus. So, habe ich jetzt verteilt. Das ist wichtig. Alles muss raus. So. Das kommt jetzt raus. Ich kann mein Lieblingskeck wieder schauen, genau. So, jetzt tue ich Bann den Keck weg. So, jetzt mache ich jetzt hier oben auf. So. Und rinn in die Gusche. So. So, das haben wir schon mal gemacht. Dann das nächste. Getrocknete Tomaten fein hacken mit einem hohen getrocknete Tomaten. Ein Esslöffel Olivenöl, ein Esslöffel Wasser. Gefäß haben wir. Das hohe Gefäß, da muss jetzt
getrocknete Tomaten rein. Ein Esslöffel Olivenöl. Ein Esslöffel Wasser. Basilikum, Essig. Hab kein Essig da. Egal, scheiß drauf. Nein, Essig. Aber Heinz könnte man noch reinschmeißen. Bisschen Heinz. Und die Jagdenkummer. Zu allen ein. Dann zu meinem Dressing vermengen. Ja, gut. Also, wir machen da erstmal Olivenöl rein. Reicht. Dann kommt Wasser. Reicht auch. Dann kommt ein bisschen Heinz-Gewürz rein. Müsste gut sein. Dann würde ich jetzt die Tüte nehmen. Aufreißen die Tüte logischerweise. Und dann wird jetzt gehackt. Oh. Jetzt wird die Tomaten, die ich hier habe, klein gehackt. Getrocknete Tomaten, ja, sind Öl eingelegt. Leckt hat nicht Öl zum Essen, du Hund. Sie schmecken lecker. Zum Glück kannst du rumschreien, weil ich hab's übers Handy laufen. Da hören die Leute das nicht. Kannst aber schlecht hacken. Das haben wir jetzt auch erledigt. Das ist gut so. So. Jetzt machen wir das hier rein in das Gefäß. So. So. So, das haben wir auch erledigt. Wischen wir nochmal ab. Gerade das Öl ist. Abwischen. So. Dann haben wir alles geschnibbelt, alles gut. Jetzt nehmen wir den Löffel und rühren das schön um. Thank you.
Ja, mit Pfeffer und Salz, aber ich glaube, das ist gut so. Genau. Gut, Dressing ist auch schon fertig. Das können wir hier tun. Aber wir müssen ab und zu mal natürlich in den Ofen gucken, falls das nicht verbrennt. Aber es sieht gut aus. Dauert noch ein paar Minuten. Mama. Hey Google, 100%. Hey Google, mach einen Timer auf 15 Minuten. 15 Minuten und es geht los. Gut, hab einen Timer auf 15 Minuten gesetzt, soll 25 Minuten, aber circa 10 Minuten sind schon drin. Oder sagen wir, 5 Minuten waren die schon drin, ne? Sagen wir 20 Minuten. Hey Google, lösch den Timer. Kein Problem. Ich habe ihn gelöscht. Hey Google, mach einen Timer auf 20 Minuten. 20 Minuten. Los geht's. Was? Was? Warum? Warum? Ja, aber warum? Warum weißt du es nicht und du sagst aber, das wird schwarz werden, hä? Da musst du auch wissen. Warum sollst du drauf tippen? Nein, leider nicht. Was? Passiv-aggressiv? Ja, weil die scheiß Chiara da war. Kein Wunder, dass ich passiv-aggressiv bin. Aber ein Mensch, was Scheiße verbreitet, was irgend keine Ahnung, eine scheiß Aura hat, ich weiß es nicht. Das ist so eine Dame, wenn ich die sehen würde, Alter, die am liebsten nur in die Fresse hauen würde. Obwohl es angeblich eine Frau ist. So, mit der Caprese-Salat, Kirschtomaten halbieren, Mozzarella-Bällchen abgießen, zusammen mit Kirschtomaten mit großen Schüssel auf Schritt 1 geben, Persilie und Paste hinzufügen und gründlich vermengen. Okay, machen wir doch. Dann bräuchten wir eine größere Schüssel, das müsste gut reichen. Und da schneiden wir die Tomaten, halbieren wir jetzt. Das können wir auch wegschmeißen. Dann kommt Mozzarella. Bällchen. Die werden auch halbiert. Ja, ich weiß. Aber die sind mit dazu geliefert worden. Alles, was ich hier habe, ist zugeliefert. So die Basic wie Essig oder Öl und sowas ist da, aber es wird alles geliefert, auch der Reis, alles was dazu kommt. Das ist halt das Praktische, ne? Du musst dir halt keinen Kopf machen, was du alles einkaufen musst, sondern das wird alles schon so geliefert. Und das ist halt das Praktische. Ne? Das seht ihr ja gar nicht, was ich mache, so. Nein, nein. Nein, nicht mit Tarn. So. Die sind auch geschnibbelt worden. Das kann auch in die Schüssel.
Spülmaschine rein. Ja, so. Hallo erstmal. Und dann kommt die Paste, die kommt in so einer komischen Quetschetube mit. Auch sinnlos, total sinnlos, aber ja. Dumm von mir, aber egal. So. Mal weg. Und dann mal so diese Quetschetube. Na, da war es. Ich hasse das. Das ist wohl das Einzige, was ich immer mache beim Kochen ist. Und da ist, bin ich wirklich pingelig, ist Sauberkeit beim Kochen. Überall ist es saudreckig in der Bude, aber beim Kochen ist immer schön sauber. So. So, jetzt haben wir nochmal hier die Schüssel mit Mozzarella und Tomaten drin. Alles halbiert. Und jetzt kommt so von HelloFresh, habe ich ja jetzt bestellt, wird jetzt für, sagen wir mal, 8 Wochen. Kommt jetzt also einmal in der Woche, das ist jeden Samstag, kommt eine Kiste mit 3 verschiedenen Rezepte drin. Na, jetzt tue ich gerade ein Rezept kochen. Und ich habe für 3 Rezepte, jeweils für 2 Personen. Das bedeutet einfach, dass die Rezepte, die ich koche, nur für 2 Personen ist. Für mich alleine ist es ja nur gedacht. Und keine Familie bekoche ich. Deswegen ist auch ganz gut, weil dann esse ich immer die eine Hälfte, esse ich dann heute oder so und die andere Hälfte morgen. Ne, dass ich immer an 2 Tagen was habe. Sozusagen. Wobei ich eigentlich mit dem Essen gar nicht satt werde, aber ich will ja ein bisschen abnehmen und weniger essen und so, ne? Ein bisschen jetzt mal auf die Ernährung achten, auf das, was ich mir zunehme. Alkohol will ich auch ein bisschen achten. Auch Zigaretten. Ja. Man sagt es immer, man will es machen, das muss man halt auch durchziehen. Und durch dieses HelloFresh muss ehrlich gestehen, da ist es so, dass ich das auf jeden Fall versuche, das zu machen, weil ich muss jetzt nicht mehr einkaufen gehen, das machen jetzt die immer. Und ich muss nur so ein paar Basics haben. Und dementsprechend wird es, glaube ich, viel, viel einfacher sein fürs Kochen, weil das Problem ist immer dieses Einkaufen gehen. Was kocht man? Ja, ich muss das kaufen und so. Und dann muss ich unten das Zeit. Immer Mist, dann kaufst du das Falsche, dann zu viel. Und dann wird die Bude irgendwann voll. Nein, nicht so das Falsche, sondern halt, dann hat man zu viel und dann steht die Bude damit voll mit Essen rum und ist einfach kacke. Und somit hast du jetzt genau auf die Menge abgestimmt. Ja, ist halt, wird transportiert, ne, Fahrtweg und so. Aber ich glaube, das ist schon eine coole Sache, sowas. Bring ich jetzt einfach mal aus, ne, einfach mal ausprobieren. Und somit hat man das. Gut. Jetzt habe ich das zusammen gemischt. Tomaten, Mozzarella, das bleibt jetzt aufstehen. So, genau, dann Salat marinieren mit einer weißen großen Schüssel. Den Salat mit den vorbereitenden Dressing marinieren. Salat habe ich auch schon gemacht. Alter, wie wenig Biomilch ich aber nur habe. Ein Witz. Genau, hier ist der Salatmix, den habe ich schon gewaschen. Und den wird dann mit dem Salatmix, was hier drin ist, wird mit diesem Dressing, das hier drin ist, da ist Öl, da ist Wasser und da ist ein bisschen Tomaten, geschnittene Tomaten, also getrocknete Tomaten mit Öl ist hier drin. Man könnte noch einen Schluck Tomatenmark reinmachen, aber muss man nicht, aber kann man machen. Und ich habe reingemacht, weil ich kein Essig, Dressing-Essig habe, das muss ich mir jetzt noch kaufen, dieses Basilikum-Essig kann ich mir mal kaufen. Stattdessen, weil es auch ein bisschen dieses bittere, süßliche Geschmack ist, habe ich Heinz Out Ketchup Soße reingemacht. Das ist auch so ein bisschen wie so eher Richtung Soja. Schmeckt sehr, sehr gut mit Reis, mit was ist denn das?
Ach, wie heißt denn das? Das ist dieses Reis mit Tierfleisch, da ist Hähnchenfleisch drin, ein bisschen. Wie heißt denn das? Ratatouille? Nee, das heißt Hühnerfrikassee, genau, Hühnerfrikassee. Ja, da passt es sehr gut dazu. So, und das wird dann sozusagen das hier mit dem Salat, mit dem hier, vermengt. Und dann wird, ja, vermengt. Und dann wird es auf dem Teller angerichtet mit dem Salat, mit diesen Tomaten, mit Mozzarella. Und das Gemüse, was im Ofen ist, wird dann sozusagen angerichtet. Das werde ich euch auch dann zeigen. Aber ich werde nicht so viel essen, weil ich heute Morgen 3 Brötchen gegessen habe und ich bin noch satt. Und ich bin sehr spät aufgestanden. Dementsprechend. Habe ich nicht so Appetit und werde auch nicht alles essen. Das heißt, das hatte ich bestimmt für 3-4 Tage, habe ich das noch für mich. Genau. Dann sieht's aus. Ja. Und ihr könnt halt auch das Essen, bitte sagen, selber entscheiden, was du kochen willst und so. Auch geil. Also schon eine coole Sache. Ja, ach, Alter. Du weißt, was ich meine. Ja, mal, ja. Ja, natürlich. Ja. Ich glaube, der Tim hat noch niemals in seinem Leben mal gekocht, oder? Hast du mal gekocht? Nee, glaube ich nicht. Was hast du denn im Kopf? Einfach Büchse aufgerissen und gegessen. Was hast du denn gekocht? So, genau, das war's. Das war's und, ah, ja, warte mal, ich zeig euch mal. Das Gemüse. Kann man das hier gucken? Scheiße. Haben wir letztes Mal gemacht, ne? Warte. Aber dein Essen, Marvin, was wir mal gekocht haben, können wir auch gerne mal machen. Wieder, wenn du da bist. Beides. Beides natürlich. So. Und das ist das Gemüse, was wir jetzt gemacht haben. Ja, bisschen schniefen. Oh. Das ist Kartoffeln, da sind Zucchini drin und Zwiebeln. Und da ist Öl mit drin und halt eine Gewürzmischung. Ja, könntest du Kräuter de Provence oder so reinschmeißen, genau. Und dann, ja, wird dann auf 25 Minuten. Warte mal, das steht. Wie lange? Minuten. Bei 200 Grad Ober- und Unterhitze. Ja. Ja, so habe ich das jetzt eingestellt. Ja, und sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Muss mal gucken. Yummy, 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 agalavi, my tummy. Und riecht auch gut. Sehr nice. Ja. Und das war's eigentlich.
Das war es ganz schnell und ganz easy. Und jetzt ist halt ein Salat. Und morgen gibt's, habe ich schon geguckt, oder in 2 Tagen, ich versuche immer einmal 2 Tage zu essen von dem Essen, was ich jetzt gekocht habe. Und am nächsten Tag werde ich dann kochen, das andere, und es wird... Naja, ich wollte euch kurz das zeigen. Und das wird jetzt als nächstes kommen. Genau, und das Schöne ist, guck mal, das ist auch geil. Ich will ja jetzt keine Werbung machen für HelloFresh. Ne, wie schon gesagt, ich benutze es gerade ganz Hashtag Werbung, ja. Aber wie du siehst, da siehst du einmal das Essen. Und dann steht hier oben, was du isst. Und dann steht mindestens zum Beispiel -20% Kalorien im Vergleich der anderen Rezepte. Also, dass wenig kalorienarm ist, sozusagen. Und da steht halt auch, wie lange du brauchst, dafür 40 bis 50 Minuten. Dann Kilokalorienanzahl und Tag 5 kochen. Ja, also da wird auch gesagt, wann du das ungefähr kochen kannst. Und das Geile ist auch, das haben die echt, die sind wirklich, haben sie einen Kopf drüber gemacht. Ist einfach hier, da steht alles, was du brauchst. Ja, Gewürzmischung, Schweinesteak brauche ich morgen, Knoblauchzehe, Joghurt, Gurke, Dill, Petersilie. Nee, das ist alles mit drin in der Kiste, was du da zugeliefert bekommst. Ja, gekühlt. Das Geile ist, es kommt ja in der Kiste, ne? Und es kommt, warte mal, ich zeig euch das. Also es kommt in der normalen Kiste, die Kiste liegt hier hinten. Da steht auch HelloFresh drauf, da steht die Kiste. So, und jetzt kommt die Sache. Die ganzen Essen, ne? Die werden ja hier beschriftet. Hier ist die 19 zum Beispiel drauf. Und da kommt eine Tüte und in der Tüte ist alles drin. Das ist die Tüte, da ist alles drin, was du brauchst. Die ganze Gemüse, Obst, alles drin, was du brauchst, ne? Ist in dieser Tüte drin. Und die ist halt dann zugeklebt mit dieser Zahl von dem Gericht. Also da steht eine 19 drauf. Und die Sachen wie Fleisch und sowas, die gekühlt werden müssen, die kommen in eine Tasche. In einer Tasche, siehst du die Tasche? Das ist eine Tasche und da ist es so eine Wegschmeißtasche, das ist so aus Papier. Und das kannst du ganz normal wegschmeißen, richtig geil. Also ist auch sehr biologisch abbaubar und sowas. Und das Geile ist, die haben auch, um zu kühlen, haben sie auch, jetzt habe ich auch Kühlpads, wenn einer mir auf die Schnauze hält, gibt, habe ich jetzt so Kühlpads, die kommen mit dazu. Du kannst sie entweder behalten oder wegschmeißen. Also aufschneiden, Wasser rauslassen und in den Müll schmeißen. Richtig geil. Guck. Und die kommen mit dazu, um das zu kühlen, das Essen. Also wo Fleisch drin ist oder so oder Ei. Das wird dann damit dann gekühlt. Richtig geil. Wie bitte? Wie meinst du das? Also die packen. Warte mal, ich drehe mal zu mir rum, dass du mich auch siehst. So. Die packen. Was meinst du? Ja. Wie so richtig kalt halten. Erstens liefern die ja nicht. Du bestellst und dann kommt die, und dann packen die das schon und dann erst. Und dann liefern die, sondern du hast einen Wunschtermin, wann die liefern wollen, zum Beispiel am Samstag oder so. Und dann schicken die das erst am Samstag los. Ja. Also du bekommst erst das Erste, es liegt ja nicht jetzt, sagen wir mal, 3 Tage in dieser Kiste, sondern die packen dir das erst an dem Tag, wo du das bestellt hast, wann es dann im Päckchen kommt. Genau. No. Ich zeige euch nochmal. Ich? Ganzen Abend? Keine Ahnung. Na.
Kannst du machen. Vielleicht kurz Unterbrechung und dann gehe ich über den Computer wieder. Erstens bin ich das gerade nicht über Streamlit streamen, sondern über das normale Twitch-App. Das erstens. Ja. Glaube ich nicht, dass der so, weil ich habe das mal ausprobiert. Ich habe auch über Twitch App gestreamt und wollte dann auf dem Handy, also auf dem Computer dann das übernehmen, also Streamlabs angegeben und dann hat Streamlabs sogar gesagt, ja, das geht leider nicht. Ah, hey Google, Timer aus. Aus. Da hat es über, verstehst du, was ich meine? Dann hat der, da hat der zum Beispiel Steven Labs hat dann gesagt, geht nicht, weil du streamst schon über deinen Account, verstehst du? Deswegen, es musst du erst ausmachen und dann wieder anmachen. Aber das Gute ist, du hast, glaube ich, 5 Minuten oder so Zeitdifferenz. Das heißt, wenn du zum Beispiel keine Verbindung mehr hast, gehst du kurz aus und dann gehst du wieder an. Ja. 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 Ja, ich will auf jeden Fall zwei, drei Kameras hier haben. Gucken. Ja, schon. So. Dann werde ich meine Spülmaschine schmeißen. Für den späten Abend. Wie sieht's aus? Ja, ich glaube, wir können es ausmachen. Dann werde ich jetzt hier so ausmachen. So. Das schön abkühlt.
drehen wir mal um. Ja, das war das Essen. Heute. Dann vielen Dank zum Zuschauen. Dankeschön. Und man sieht das vielleicht in meinen Videos. Unten, wo ich speichere. Auf YouTube habe ich es, glaube ich, noch nicht eingerichtet. Habe es geguckt, habe ich noch nicht eingerichtet. Wird aber dann auch gemacht. Ja. Und wir werden es auch ein bisschen professioneller machen. Mehrere Kameras, da wo ich gerade geschnippelt habe, dann da hinten, wo ich dann falls eins beim auf dem Ofen gerichtet und eins auf dem Herd wird dann eins kommen, dass man mehrere Kameras hat. Und ja, so sieht's aus. Dann nochmal vielen Dank zum Zuschauen und wir sehen uns gleich am PC. Tschüss. Tschüss.